Wie nennt man einen intelligenten Toilettenbenutzer? Einen Klugscheißer. Wir sehen uns gleich. Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch heute zu einem neuen Video. Heute kommt eine ganz normale News-Sendung mit ein bisschen weniger Themen, aber deshalb nicht uninteressanter. Das Deichkind-Konzert habe ich mehr oder weniger gut überstanden. Bin 2 Tage lang ziemlich am Arsch gewesen. War das was wert? Auf geht's! Für einen kleinen Aufreger hat am Montag eine Maschine der Alaska Airlines gesorgt. Beim Flug von Seattle nach Los Angeles vernahm der Pilot kurz nach dem Start Klopfzeichen aus dem Laderaum, verständigte daher sofort den Tower. Dieser ordnete eine sofortige Notlandung an, daher wendete der Pilot die Boeing 737 sofort und führte die Notlandung wieder auf dem Flughafen in Seattle durch. Nach der Landung stellte sich schnell heraus, dass das Klopfen von einem Gepäckverlader kam, der nach eigenen Aussagen im Frachtraum ein kleines Nickerchen machte. Das ist ein ziemlich cooler Platz für ein Nickerchen, oder? Wenn man Spaß dran hat. Vielleicht ist das so eine neue Art Nervenkitzel. Powernap im Flugzeug. Könnte so eine neue Trendsportart werden. Spaß beiseite, dem Gepäckverlader ist Gott sei Dank nichts passiert und auch alle Insassen sind mit einem leichten Schrecken davon gekommen. Jetzt können wir uns nur die Frage stellen, was ging in diesem Mann vor oder warum hat er dort ein Schläfchen im Frachtraum gemacht? War der Mann einfach nur übermüdet oder ist es vielleicht wirklich eine neue Trendsportart? Eure Meinung könnt ihr wunderschön in die Kommentare hacken. In der chinesischen Millionenstadt Yanning gibt es in der Yanning-Straße, oh Gott, was für ein Zungenbrecher. Jedenfalls gibt es dort ein kleines Problem. In den 90er Jahren sollte in der Stadt Yanning neuer Wohnraum entstehen. So wurde dort ein kleiner Vorort komplett platt gemacht. Komplett? Nicht ganz. Ein einzelner Hausbesitzer wehrte sich damals und wehrt sich auch noch heute. Sein Haus steht dort heute nach wie vor quasi mitten im Weg. Also dachte man sich damals, wir bauen die Siedlung einfach um das Haus drumherum. Dort entstanden zum Beispiel sehr viele neue Mehrfamilienhäuser und sein Haus, dort liebevoll Nagelhütte genannt, steht dort mitten auf der Straße. Ja, die Straße musste unterbrochen werden, da das Haus dort noch steht. Quasi Straße kommt, Haus, Hausschluss, Straße weiter. Für die chinesische Regierung gibt es auch keine Chance, das Haus dort wegzubekommen, solange der Besitzer nicht die Genehmigung für den Abriss erteilt. Eigentlich ist es immer noch schön und gut zu sehen, dass einem Eigentum und Land nicht weggenommen werden können. Nirgendwo auf der ganzen Welt. Auch in Deutschland, na gut, nicht immer, aber da gibt es ganz besondere Grenzfälle, wo das passieren kann, aber so weit will ich jetzt nicht ausschweifen. Aber ansonsten ist Land, das gehört einem immer, das kann einem nie einer wegnehmen. In dem Fall bin ich jetzt auch der Meinung, sollte man vielleicht in dem Fortschritt doch nicht zu sehr im Wege stehen. Da kann aber auch jeder seine eigene Meinung haben, wo ich auch gerne mit euch in den Kommentaren drüber debattieren möchte. Also haut rein, in die Tasten sozusagen. In England hat ein junger Mann, alter Unbekannt, den Vogel abgeschossen. Der junge Mann sah sich auf seinem Rechner ein paar Filme von der Plattform Pornhub an. Natürlich nur aus biologischem Interesse. Aus welchem Grund auch sonst. Hörte daraufhin aber, dass seine Mutter gerade die Treppe zu seinem Zimmer hochstieg. Aus Panik, da das Bild eingefroren war, blöde Technik, kennen wir alle, warf er jedenfalls seinen Laptop auf den Boden, so dass das Display kaputt ging und er somit auf der sicheren Seite war, nicht erwischt zu werden. Die Frage, warum er das gemacht hätte, war seine Antwort, wäre einfacher, eine Geschichte zu erfinden, warum sein Laptop kaputt ist, als seiner Mutter erklären zu müssen, warum er sich etwas auf Pornhub einsieht. Biologisches Interesse, wie eben schon mal gesagt, ganz einfache Erklärung. Jedenfalls machte er ein Bild von seinem vom Tisch gefallenen Laptop und setzte es auf Twitter. Auf diesen Tweet wurde sogar Pornhub selbst aufmerksam und schickte ihm folgende Nachricht. Wir haben von deiner Tragödie gehört und schicken dir einen brandneuen PC, da du so ein loyaler Fan bist. Sehr coole Marketingaktion von Pornhub, die kostet dieser neue Laptop ein müdes Lächeln und haben damit einen Kunden und eine ganze Twitter-Gemeinde zufriedengestellt. Ja? Pornhub nimmt ihren Bildungsauftrag ernst. Das war jetzt aber frech. So, damit sind wir auch heute am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir ein Däumchen nach oben oder hinterlasst mir einen Kommentar oder abonniert mich oder bla bla bla. Freue mich jedenfalls sehr darüber, dass ihr zugesehen habt. Wünsche euch noch ein wunderschönes Restwochenende. Macht's nicht gut, macht's besser. Ciao.